Und ja, ich werde jetzt gerade zum Zappe Philipp. Und ja, ich laber wieder haufenweise. Hält's oder hält's nicht? Ich bin mir eigentlich zu 95% sicher, es hält. Pusche alle Technologien, ja. So. Jetzt müsste eigentlich. Ja. Hier oben schießen schon die ersten. Da unten schießen die. Da. Jetzt wird geballert. Damit es da oben nicht blinkt, mache ich kurz so. Oh, geiler Scheiß. Aber wirklich, hier wird aus jedem Rohr gefeuert, was geht, ey. Kranker Scheiß. Eieiei. Ei, ei, ei. Das ist ja das eine, das Schießen. Das zweite ist ja eher, wenn die dann angerannt kommen von den Nestern. Wirklich. Baller, baller, baller. Ist wirklich jetzt so ein bisschen die Ruhe vom Sturm. Es sieht erstmal geil aus, so habe ich es mir vorgestellt. Also an jeder Ecke gefühlt wird hier losgeschossen. So, die Frage, hält meine Verteidigung die Revanche aus? Weil Umweltverschmutzung ist eigentlich groß genug. Gut, linke Seite, rechte nicht, aber oben und unten sollten sie, könnten sie eigentlich angreifen. Unten tun sie es schon. Wenn ich es richtig blinkern sehe hier. Ja. Da waren schon Angriffswellen. Das wird aber repariert. So, jetzt ist oben hier Kampf angesagt, wird aber repariert. Aber guckt euch das an, was hier ankommt. Guckt euch diese Kolonne an. Was macht der Strom? Der läuft. Gut, okay. Ja, hier hatte ich ja noch das so auf die einzelne Ecke gestellt. Kranker, kranker Scheiß.
Schon die nächste Rotte. 122, 100. Siebenundsiebzig. Guckt euch das an, ey, was geht denn hier? Und da kommt schon der nächste, aber zum Glück nur eine kleine Rotte. Da sind sie natürlich schon gefährlich nah. Okay. Kritischste Punkt ist momentan echt da oben. Ansonsten passt das eigentlich soweit ganz gut bis jetzt. Alter! Alarm, Alarm, Alarm. Wie sieht es mit dem Strom aus? Dem juckt das nicht. Also Stromproblem existiert nicht.
V, EGB. Was ist es? Nordost. V, EGB. Nordost. Dahin sollst du. Alter Schwede. Vielleicht stoppe ich den Munitionszug noch. Basis. Ja, ne, klar. Sehr gut. Da hättest du dort hingeliefert, wo sowieso schon die Kacke am Dampfen ist. Genau, baut auf, echt. Ihr habt genug zu tun hier. Zack, machen wir den mal da zurück, weil ich muss ja hier auch noch den Zug abfassen hier, dass ich den auf manuell stelle. Ist der erstmal nicht beliefert? Ich will hier erstmal die Reparatur durchziehen. Ei. Der wird von mir aus jetzt beliefert, okay. Gut, der hat eigentlich soweit alles repariert. Das heißt, können hier erstmal hin. Okay. Der Knackpunkt war, wie erwartet, der Verteidigungszug, der nicht schnell genug das Material hingebracht hat. Ja, kann man echt so sagen.
Was ist denn das hier für eine Scheiße? Frage ist, renne ich jetzt nach runter, um das zu beseitigen? Der hat keine Munition mehr. Ich muss wahrscheinlich, weil die zu dämlich sind. Die inbounds auf und die stehen da und zerkloppen's. Das ist Kacke. Okay. Nee, ich brauche ja gar nicht mit dem eigentlich hinrennen. Ich kann das ja mit meinem Speedy machen. Er muss die ja bloß näher ranlocken. Er muss er ja gar nicht. Upsa. So, hopp, hopp, hopp. Immer noch welche. Mitte. Südmitte. Gut. Der fährt nach Südmitte. Ist jetzt so ein bisschen die Brandherde abfahren, erstmal die kritischsten Sachen beheben. Das heißt, wirklich wahr. Der Verteidigungszug wird mein nächstes Thema werden, den ich ja dann hier im EGB schon machen möchte. Der zerkloppt mir hier unten wirklich den ganzen Scheiß, ey. Aber ich habe ja in dem Sinne nicht eingegriffen, bis dass ich den Supportzug mal hingewiesen habe. Fahr mal dahin, das ist die brenzligste Stelle. Meine Verteidigung hat gehalten. Auch wenn ich jetzt den Munitionszug für die Artillerie stoppen musste, weil es einfach eine Überlastung, eine logistische Überlastung des Systems ist. Strom hat gepasst und es war nur die Logistik. So. Jetzt hier. Lauf mal hier lang. Ich will, dass du den näher ranlockst. Mehr will ich gar nicht von dir. Du. Ne? Hallo. Das juckt den nicht, ne? So eine Kacke.
So, habe ich hier diese innere Laserverteidigung.